Hallo Strategie- und Taktikfreunde. Im heutigen Video starten wir eine neue Serie. Und zwar Blast from the Past. In dieser Reihe geht es darum, alte Klassiker vorzustellen und zu besprechen, die entweder einfach grandios waren oder vielleicht sogar wegweisend das Genre mitbestimmt haben oder halt auch einfach etwas Besonderes waren, weil sie vielleicht eine besondere Nische bedient haben. Zum Teil aber auch Spiele, die so viel Anreiz geboten haben, dass heutzutage Modder aktuelle Spiele dahingehend umbauen, dass man dieses alte Spiel wieder spielen kann. Das werden wir dann natürlich auch verknüpfen, indem wir von diesen Videos hier von Blast from the Past überleiten, zum Beispiel auf Mods, die ihr spielen müsst, um euch dann auch entsprechend die Mods näher zu bringen. So viel dazu als Erklärung, worum es heute geht. Ihr seht hinter mir schon SSI. Das ist die Strategic Simulations Incorporation. Das war ein Hersteller von Spielen und ein Publisher. Die haben von 1979 an so knapp 100 Titel veröffentlicht. Und richtig bekannt von denen sind vor allem die Titel der Panzergeneral-Reihe. Also Panzergeneral, Allied General, Pacific General, Fantasy General, aber auch Silent Hunter 1 und 2. Die AD&D-Rollenspiele, also sowas wie die Tools of Radiance-Reihe oder die Dark Knight of Krünn-Reihe oder Death Knight of Krünn-Reihe, Buck Rogers, Silent Hunter 1 und 2 hatte ich glaube ich schon erwähnt, die Steel Panthers-Reihe ist von SSI, also die haben echt viel gemacht und ich denke mal, die Veteranen unter euch, die werden SSI auf jeden Fall kennen und lieben. Hier geht es jetzt um ein weiteres Spiel von SSI und zwar um das Spiel Final Liberation. Das ist ein Spiel, was auf einem System von Games Workshop basiert. Games Workshop, das sind die Erfinder von Warhammer, sowohl der Fantasy- als auch der Sci-Fi-Variante. Hier geht es auch tatsächlich um Warhammer 40k, allerdings nicht in der normalen 40k-Ausprägung, die wir so von modernen Spielen kennen, wo man halt bestenfalls Squad-basiert unterwegs ist oder in Ego-Shooter-Manier. Hier geht es um Epic. Und Epic war ein System von Games Workshop, bei dem man im 40k-Universum gekämpft hat, Tabletop, aber im großen Maßstab, also mit ganzen Armeen. Das heißt, man hatte dann keine Squads, sondern man hatte Kompanien und Regimenter und hat richtig aufgefahren. Da konnte man auch Titanen auffahren, superschwere Panzer, Panzerkompanien, Panzerregimenter, Flugzeuge, Artillerie, also alles Mögliche. Richtig, richtig fett. Meines Wissens nach ist das einzige Computerspiel zu Epic. Solltet ihr was anderes kennen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Aber ich kenne halt nur das und obwohl es schon sehr alt ist, finde ich es immer noch klasse, weil es halt sehr viel abbildet. Um mal auf das Spiel zurückzukommen, in dem Spiel spielt ihr einen Lord Commander des Imperiums. Das Ganze basiert auf einer alten Version von Warhammer. Das heißt, hier heißen die imperialen Truppen noch Imperiale Garde und nicht Astra Militarum, wie sie inzwischen heißen. Space Marines sind allerdings immer noch Space Marines. Und wie das bei vielen der alten Titel so ist, gibt es bei den Space Marines nicht viel Auswahl oder gar keine. Bei den meisten der alten Spiele waren die Space Marines entweder Ultramarines, also die blauen, Imperial Fists, die gelben, oder die Blood Angels, die roten. Hier sind es die Ultramarines, also die blauen. Ihr als Lord Commander bekommt den Auftrag, einen Planeten zu befreien, der von Orks erobert wurde. Die haben halt einen imperialen Planeten angegriffen, per Invasion überrollt und ihr sollt den Planeten jetzt befreien. Dazu bekommt ihr als Unterstützung Ultramarines an eure Seite. Die sollen den Brückenkopf bilden. Das heißt, die machen die erste Landung, räumen einen kleinen Brückenkopf frei. Auf dem kann dann eine eurer Einheiten landen, also menschliche Truppen. Und quasi einen Raumhafen erobern als Startpunkt für die Rückeroberung. Ihr seht hier den Trailer. Damals war das quasi mehr oder weniger State of the Art. Ihr müsst bedenken, das war November 97.
Das heißt, die Monitore waren klein. Die meisten hatten da so 14-Zoll-Monitore oder 15-Zoll-Monitore. Wenn man sich das mal heute überlegt, heute haben ganz, ganz viele 27-Zoll-Monitore. Stellt euch mal nur den Größenunterschied vor. Die Auflösungen damals waren halt ganz anders. 640 mal haumig blau oder 800 mal 600. Wenn man schon irgendwie 1024 nutzen konnte, dann war das schon Deluxe. Die Anzahl der Farben war halt relativ limitiert und dementsprechend sahen die Sachen aus. Aber hier in der Aufstellungsphase sehen wir eigentlich ganz gut, dass das eigentlich immer noch durchaus ansehnlich ist. Denn man kriegt jetzt nicht den totalen Augenkrebs davon und irgendwie ist es sogar ganz niedlich. Ihr seht hier, wie die Einheiten aufgestellt werden. Das sind in dem Fall die Space Marines. Und wir stellen halt Infanterietrupps auf. Wir haben einen Thunderhawk, das ist so eine Art, ja, wie soll man das ausdrücken, so eine Mischung aus Truppentransporter und Gunship, aber mit Atmosphärentauglichkeit und Weltraumtauglichkeit. Sprich, man könnte vom Raumschiff aus direkt runterfliegen auf den Planeten. Dann hat man hier Panzer, und zwar sind das Space Marine Panzer vom Typ Predator. Die Modelle sind allerdings alt, weil das ja auch eine alte Version des Regelwerks ist. Die haben sich inzwischen von der Optik deutlich verändert. Und es sind Space Marine Artillerie Panzer Whirlwinds. Und mit den Einheiten müssen wir jetzt die Karte befrieden, indem wir die Ork-Einheiten vernichten oder so stark zusammenschießen, dass sie die Flucht ergreifen. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist quasi die Karte beendet. Wir gehen aus der Karte raus und starten dann das eigentliche hauptsächliche Spiel. Wir haben dann später im weiteren Spielverlauf eine Karte der ganzen Welt, unterteilt in Sektoren. Und auf diesen Sektoren können wir dann im Endeffekt Schlachten schlagen, indem wir sie von den Gegnern zurückerobern oder gegen gegnerische Angriffe verteidigen. Wir starten mit einem Regiment. Ein Regiment besteht hier in dem Spiel immer aus 4 Kompanien. Und das erste Regiment ist vorgegeben. Danach können wir aber unterschiedliche Regimenter kaufen, wenn wir das nötige Kleingeld haben. Und das ist so geregelt, dass man entweder ein komplett fertiges Regiment kaufen kann mit Truppen, das ist dann natürlich relativ teuer, oder wir kaufen die Blaupause für ein Regiment. Also mal als Beispiel, die Blaupause besagt, 2 Kompanien müssen Infanterie sein, eine Kompanie muss Panzer sein und eine Kompanie ist free for all, da könnt ihr reinballern, was ihr wollt. Die Blaupause kostet relativ wenig, weil halt keine Einheiten drin sind. Aber dann haben wir den Vorteil, dass wir selber sagen können, was für Einheiten wir da reinpacken wollen. Und das macht die Sache wieder interessant, weil wir zum Beispiel bei der Infanterie relativ viel Auswahl haben. Wir hätten da die Wahl zwischen den Space Marines, wir haben dann Imperiale Garde und die Imperiale Garde untergliedert sich in 4 Einheitentypen. Da sind einmal Rough Riders, das sind so Lanzenreiter. Die sehen so ein bisschen Hun- oder Kosakenmäßig aus. Dann haben wir da die Mordian Iron Guard. Das ist ein Imperial Garde-Regiment. Dann haben wir die Dschungelkämpfer und wir haben die Wüstenkämpfer. Ich kriege die Planetennamen nicht so richtig zusammen. Seht's mir bitte nach. Ich bin nicht so tief im Warhammer 40k-Universum drin. Aber das sind relativ bekannte Einheiten. Ihr werdet sie erkennen, wenn ihr sie seht. Und aus denen kann man halt die Einheiten zusammenstellen, die Infanterieeinheiten. Es gibt dann noch Trupps mit Kommissaren, die sollen halt die Moral hochhalten. Kampfkraft ist jetzt eher übersichtlich. Und je nachdem gibt es halt normale Infanterietrupps und es gibt schwere Waffentrupps mal als Beispiel. Dann haben wir Fahrzeuge. Und die Fahrzeuge untergliedern sich grob gesagt in Panzer. Zu den Panzern gehören dann auch Artillerie und Flugabwehr. Wir haben superschwere Panzer beim Imperium. Das sind dann so Sachen wie Baneblade und Shadow Sword und so. Die sind schon sehr nice. Wir haben Titanen, da gibt es 3 Stück. Den Warlord, den Reaver und ich weiß ums Verrecken nicht mehr, wie der Scout-Titan heißt. Auf jeden Fall den Scout-Titan. Noch die 3 Titanen stehen zur Auswahl. Und wir treffen auch auf Ork-Titanen als Gegner. Wir haben dann noch Flugeinheiten. Das wären einmal Landspeeder von den Space Marines und Thunderhawks von den Space Marines und Marauder-Bomber von der Imperialen Garde. Ja, und der Ork hat natürlich die große Bandbreite an Ork-Einheiten. Und
dann entspannen sich im Endeffekt die Kämpfe. Euer Regiment gegen das jeweils feindliche Regiment in der Region. Wer gewinnt, erhält die Region und mit der Region erhält man Einnahmen. Und je mehr Regionen ihr habt, desto höher sind eure Einnahmen und umso schneller könnt ihr Gefechtsfäden reparieren oder aber halt auch neue Einheiten kaufen. Sei es innerhalb der vorhandenen Regimenter oder aber auch ganz neue Regimenter. Das Spiel ist schon relativ cool, macht auch durchaus Laune und dafür, dass es so alt ist, hat man eine Menge Möglichkeiten. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam, aber was man auch sagen muss, auf lange Sicht gesehen wird es ein bisschen eintönig. Aber so für mal zwischendurch ist es eine echt coole Sache. Und allein schon so Gimmicks wie der Beschuss mit der Artillerie auf Gebäude, das ist echt witzig, weil der Gegner neigt dazu, seine Infanterie in Gebäuden zu parken, denn da hat sie Schutz vor Beschuss. So weit, so gut. Wenn man aber mit Artillerie drauf zimmert, ist der Schaden so groß, dass das Gebäude komplett zusammenstürzen kann. Passiert das, ist die feindliche Einheit komplett ausgenockt. Ergo, großer Spaß für alle, außer für die, die drinstecken. Joa. Das ist wie gesagt Final Liberation. Unsere Möglichkeit, Epic, also Warhammer 40.000 Epic zu spielen. Und von daher auch nach all den Jahren immer noch eine sehr coole Sache. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Schaut es euch an. Das Spiel gibt es für ein paar Euro bei GOG. Und es ist sogar auf Windows 11 lauffähig. Das Einzige, ihr müsst darauf achten, dass ihr bei der Installation nicht zu viele Unterordner habt. Das heißt, installiert das nicht in das von GOG vorgegebene Verzeichnis, sondern legt auf eurem Laufwerk ein Verzeichnis an. Also zum Beispiel auf C oder auf D, welches Laufwerk auch immer ihr benutzt, legt da direkt auf der Hauptebene einen Ordner Games an als Beispiel und wählt den aus für die Installation des Spiels. Dann startet das Spiel problemlos. In dem Fall hier muss man noch die Auflösung runterregeln auf 1680 zu 1050. Dann funktioniert das Spiel. Bei höheren Auflösungen startet es nicht. Aber das ist auch kein Wunder. Ihr müsst halt einfach bedenken, von wann das Spiel ist. Da war einfach nicht mehr verfügbar. Gab es halt einfach nicht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hier mal ein bisschen voran und springen mal in dem Bereich, wo wir dann aus der Startmission rauskommen. Dann kommt natürlich noch zwischen den Missionen immer schicke Sequenzen. Dafür hat man dann damals tatsächlich noch Schauspieler rekrutiert. Und da seht ihr auch, die Schauspieler, auch die Space Marines sind ganz normale Schauspieler und die sind hier zu klein. Im Prinzip müsste so ein Space Marine deutlich größer sein als ein normaler Mensch. Aber das war damals halt so noch nicht drin. Aber für die damalige Zeit ist es trotzdem schon sehr cool gemacht. Und nach den Zwischensequenzen geht's dann halt weiter auf der Weltkarte. Und da seht ihr dann auch direkt die Weltkarte. Das sind alle Regionen, die es zu erobern gilt. Unterschiedliches Terrain. Sieht dann natürlich auch unterschiedlich aus bei den Kämpfen. Mit Städten, einfach nur mit Landschaft, whatever. Und hier sehen wir dann zum Beispiel das Regiment, was wir besitzen, womit wir jetzt den nächsten Kampf schlagen müssen. Und wie sich dieses Regiment zusammensetzt. Und das können wir auch variieren, wenn wir denn die Kohle dazu haben. Das ist, wie gesagt, echt cool gemacht. Also ich kann nur sagen, schaut es euch an. Ich lasse euch auch die Infos zu GOG und was zu beachten ist, natürlich im Videotext unten nochmal zukommen. Links kommen auch rein. Gebt mir mal ein Feedback, was ihr davon haltet, wie euch das Format gefällt, also der Blick in die Vergangenheit. Blast from the past. Und ja, wie immer, ich würde mich sehr freuen über ein Like und auch ein Abo ist natürlich sehr gern gesehen, weil es den Kanal einfach nach vorne bringt. Ja, und ansonsten schreibt mir gerne Kommentare. Ich antworte da immer recht zügig drauf. Und ganz wichtig, schaltet beim nächsten Video wieder rein. Bis dann!